So. So, da wollen mal. Schönen guten Abend. Es geht wieder los. Es geht weiter mit genau. Oh boy, have I got a deal for you. So. Wir haben gut Geld, genau. Guck mal, Tagesherausforderung. Was haben wir denn Schönes? Alle 30 Kilo kriegen wir. Tigerhechte kriegen wir. Ja! Hello. Hallo! Like Oakley. I just wish he'd just give and take, you know. Na. Alle in Silbernen kriegen wir auch jetzt. Perfekt. And I know he knows. Goodbye for now. Da-d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 a-
Ja, die Herausforderungen sind noch praktisch, weil die 30 Kilo Tigerhechte und Silber. In Silber noch, genau. So. So, das müsste ungefähr hier sein. Das sollte passen. Dach. Hier hinter. Ach, okay. Genau, das war ungefähr hier. So, das war das gewesen. 3er Jerkbait, genau. Genau. Es sind schon mal unterwegs, die was fangen. Silber, Silber, Silber passt. Sollte Sieht ja auch was gut gehen. aus. Ich habe zumindest schon mal ein bisschen. Hast schon mal ein bisschen. Und holt schon mal ein Silber raus. Ist interessant. Wahnsinn. Geht schon wieder gut los, ja. Frisch. Das klappt Sind. schon. Ich hab doch schon einen Biss. Siehste. Was hast du heute Schönes getrieben, mein Freund? Ich hab heute gearbeitet. Freund, da fragst du mich noch. Viel los oder nicht so? Viel zu Es tun? ist schon gut was los hier zu tun, ja. Es wird zurzeit wieder immer mehr. Baustellen, Herausforderungen. Dann die Linie am Laufen zu halten. Genau. Wenn die Ist schon Linie hochinteressant. wegläuft, dann musst du mal aufpassen, dass du die irgendwie festmachen kannst. Nee, das ist kein Witz. Das ist echt gerade seit ein paar Monaten eine richtige Herausforderung. Das in einem produzierenden Gewerbe, also der Halle im Endeffekt, ne, Batterie gefertigt werden, Batterien, für Elektroautos. Fast 6 Kilo. Was dann hier eine Baustelle ringsrum ist, ey. Trotzdem die Linie trotzdem irgendwie läuft und die versorgen kannst. Das ist echt Katastrophe. Und übrigens, hast du, ja, es gibt Baustellentermine, wann die eröffnet werden und bis wann die fertig sein sollen. Gibt's ja. Das ist schön, wenn die Baustelle 3 Wochen losgeht soll und dann morgen im Laufe des Tages dann siehst, oh, kommt denn die Baustelle her? Du denkst, hä? Und nicht schlecht. Genau. Ich hinter euch. Doch. Doch.
Ach, wirst schon sehen. Ach genau, übrigens, weil du gerade sagtest, ja. Weil du gerade sagtest, ne, mit hier, genau, und Ladenöffnung und sowas, ne? Das ist ja wie bei uns im Endeffekt, ja. Wir haben eine neue, also wir haben jetzt zunächst die Batteriegeneratoren sozusagen, die für uns übergangsweise sozusagen bei uns neue Linie aufgebaut wurde. Und da hieß es dann erst, ja, erst hieß es wird, soll Anfang Oktober losgehen. Okay. Dann gab es keinen richtigen Start für uns und so weiter, nichts übergeben, bla bla bla. Dann hieß es mit Ebenschlag, naja, das wird erst nächstes Jahr werden. Und haben wir gedacht, gut, okay, dann ist es eben nächstes Jahr. Und durch Zufall, gestern bei einem Termin, durch Zufall, haben wir dann mal so erfahren, dass das übernächste Woche losgeht. Und weil du dann sagst, ja, es ist kein Personal da, davon könnte ich auch ein Lied singen. Ich weiß auch noch nicht, was ich einsetzen soll. Ich habe keine Daten. Aber naja, die kriegen das schon. Du gehst schon fast 100%, ich gehe jeden Tag 100% arbeiten. Achso. Dich stelle ich nicht. Dich stelle ich nicht an. Du machst nur Deals. Das stimmt nicht. Ich arbeite ja auch Muss er ran. 100%. Ist ja auch nicht so, als würde ich nie was im Haushalt machen. Stimmt, also Wäsche waschen tut er. Siehste? Siehste. Ist doch ein guter Co. Ist doch ein guter Bodyline. So, Tigerhechte 2 Stück, alle habe ich. Ich habe noch nicht einen Tigerhecht. Ich habe zwei normale Hechte und einen Saibling. Okay. Wie weit gehst denn du runter? Immer noch Das sind drei nur so bis 4 Meter. vier Meter. Ich gehe 4 Meter. Ich bin zu 4, 4, 4,5 ungefähr. Nö, ich bin immer so zwischen 3 und 4 Meter. Mal 4,2, aber so 3,8, 4, irgendwas so dazwischen. So. Was sich gerade Machen wir jetzt, wie gibt. gesagt, schnell die Tagesaufgaben fertig und dann gehen wir mal ein paar Aufgaben durch. Klingt gut. Bevor man dann neue Aufgaben annimmt, dass man dann halt mal schon Platz im Dings haben. So. Schlein, Schlein, Ist Schlein. heute wieder Sonntag? Nein. Ich kämpfe doch schon hier wie ein Wahnsinn, Alter. Ja, du. Wenn dir das von Herzen, bei mir läuft nix. Wieder 5,6. Ich komme nicht drüber. Das macht mich irre. So, 22. Schnell, da haben wir nicht mehr viel. Ich habe noch nicht mal 10 Kilo zusammen.
Chicken? Oder Twitchen? Immer noch Twitchen, ja. Schon wieder in. Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß aber nicht wieso. Weiß ich auch nicht. Das Spiel mag mich heute wieder nicht. Ich würde vorschlagen, du loggst nochmal aus und loggst nochmal ein. Naja, vielleicht. Jetzt habe ich einen dran. 6,47 Kilo, siehst du? Auf 600 Gramm mehr und du hättest ein Gold im Trab. Und dafür hast du gestern 2 Golden rausgezogen, ja. 3 waren es gestern. 3 jetzt sogar. Nee, du 2 hattest du. Nee, 3 hatte ich. Siehst du, noch schlimmer. Timmy, gestern hast du was verpasst. Wir waren gestern, hatten gestern 5 Zuschauer. Stimmt. Ich dachte schon, du guckst noch mit zu. Ach Quatsch, klar mögen die dich. Sonst hätten wir nicht, sonst hätten wir nicht, sonst hätten wir nicht 61 Follower. Dienstag. Dienstag. Ja. Ja. Nee. Doch. Oh. Stimmt. Heute ist Mittwoch. Stimmt. Scheiße. Scheiße. Was ist denn los? Ich hab was vergessen. Was hast du denn vergessen? Okay. Das naht noch retten. Ich muss dann nochmal den Rechner von Orbit anschmeißen. Oh, der nicht lange. So, die Tigerrechte habe ich jetzt auch. Jetzt nur noch die 30 Kilo, dann ist okay. So, komm Fischlein, komm her, komm. Da ist, komm jetzt, los zieh! Und mal wieder einen goldenen haben. Alter Schwede, bis der den hier draußen hast, ey.
Kreuz aber. Gold? Nice. Fast 8 Kilo. Tigrecht? Ja. Nicht schlecht. 7,93 Kilo. 93 Zentimeter. Meinen magst du noch nicht. Das ist ein Brocken, ey. 8,45 Kilo. Hat mein Golden. Was? 8,45 hat mein Golden. Hast du ihn gezogen? Nee, nee. Mein größter Tigrecht. 8,45. Achso. Guten Abend, Prinz. Sag mal, ihr Basti. Guten Abend. Willkommen zurück bei der unfairen Angelshow. Oh, unfairen Angelshow? Ja. Der zieht da ein Golden nach dem anderen raus. Ein Golden. Ich bin froh, wenn ich das kriege. Komm, du hast gestern. Doch, stimmt, du hast gestern 3 gezogen. Ist aber gut. No, Mann. Kann ich doch nicht. Ich hab's auch noch gesagt. Es wäre mal schön, wenn man Goldner wird. Glück gehabt, würde ich sagen. Das wurde ja. Das wurde ja. GF. Das ist fuck. Der ist heute auf deiner Seite bis jetzt, ja. Ja, dafür machen wir nachher dann ein paar Aufgaben, da haben wir alle beide Glück. Genau. Hast du die Aufgabe schon fertig? Ich habe Aufgabe fertig mit allen Gewichten, also müsste alle 3 jetzt haben noch. Ich brauche noch 1, 2 Fische, brauche ich noch. Ist kein Problem. Kein Problem. So. Ist aber jetzt zickig hier. Mann, jetzt. Der Hecht hier, der will auch nicht. Dum, dum, dum. So, wie viel brauchst du noch? 4 Kilo. 4 Kilo. Ich hab alle abgeschlossen, genau. Cool. Also, Bulli, ich muss dir alles sagen, das ist zurzeit das längste Spiel, was wir spielen. Zurzeit, ja. Natürlich hole ich nur 2 Kilo Fisch raus, wenn ich nur 4 Kilo brauche. Oh, Entschuldigung. Hast du Jungfisch gezogen, oder wie? Nee. Silber und 2 Kilo. Ein silberner. So, jetzt sollte ich es auch haben. Jo, alles klar. Was? Kartenherausforderung 2? Kartenherausforderung 2. Also, Tagebuch. Üb. Ich brauch erstmal die. Zumindest die Goldforelle ist Rang Bronze. Nee, Gabelmels. Warte. Silber. Fische oder
Kartenherausforderung, Strand Meadows habe ich. Kartenherausforderung 2, fange einen getöpfelten Kabel weiß des Ranges Silber. Wildern. Was habe ich noch? Was hast du? Auf der Karte. Wo der ist? Fast bei deiner Lieblingsstelle ein bisschen weiter südlich bei dem großen Schlunk. Hast du das auch oder hast du schon gemacht? Was? Kartenherausforderung Emerald Lake Plateau. Den Lachs. Da habe ich fange einen Lachs, das Rang ist Bronze. Jetzt gehen wir der Reihe nach. Also meine allererste Aufgabe oben ist, fange eine Quappe Range Silber. Habe ich nicht. Nee. Diamant Peak Angeln Herausforderung Gold 1. Habe ich nicht. Getüpfelten Gabelwels, gut. Diamant Peak Angeln Herausforderung Silber 2, fange eine Quappe, haben wir schon. Nee, habe ich nicht. Hast du auch nicht, gut. Dann haben wir Emerald Lake Angel Herausforderung. Eine goldene Goldforelle. Bronze. Eine Goldforelle ist langes Bronze, habe ich ja. So, das, was wir gestern versucht haben. Genau. So, und darunter habe ich dann Silverstrand Meadow Kartenherausforderung. Finde den Ort auf der Karte. Ne, habe ich nicht. Silverstrand habe ich gar nichts. Was ist denn die her? Die sind alle von dem Brett. Aber fange ein Uritforell des Ranges Bronze. Ziel, finde den Ort auf der Karte. Das ist aber ich habe schon lange eine Weile. Ach, da oben hat es auch ein Brett. Moment, ich muss da kurz die Aufgaben annehmen können. Da habe ich wahrscheinlich noch gar keine angenommen. Nee, das sind alle noch da. Silverstrands, Meadows, Kartenherausforderung 1, das hast du? Fange eine Oritforelle, das Rang ist Bronze. Genau. Hab ich. Aber den für Kartenweg. Wie gehen wir denn da am besten hin? Wir müssen ja querfeld rein. Geht hier kein Weg hoch. Genau. Warte mal, ich muss erstmal zurückkommen hier. Wo bist du überhaupt hin? Hier, ne? Hier? Es würde eigentlich auch helfen, wenn ich den Stream anstarten würde, aber dann würde ich nämlich sehen, was du siehst. Das ist... So. Nee. Genau. Bewegst du dich gerade? Ich gucke gerade. Achso. So. Da
Das ist der große Teich neben. Das ist. Hier ist das. Hier. Das. Ja, ich bin schon beim schnellen nächsten Wanderweg im Auto und warte auf dich. Kannst schon mal. Hast ein Auto? Heute fährst du mal, genau. Heute fährst du. Wir müssen aber wahrscheinlich mehr oder weniger einfach den Hügel hoch. Du guckst mir nicht zu, auweia. Ah, die Kiwi guckt mir auch nicht zu, die mag mich Doch, auch ich nicht guck mehr. dir zu. Das schon. Kimi ist gar nicht mehr da. Ist ein bisschen müde, müssten wir aber. Ist hier ein Weg irgendwo? Nee. Einfach Vollgas voraus. Mehr gibt das Ding nicht her. Was? Hier hast du was falsch gemacht. Ja, manchmal ist der kürzere Weg nicht der bessere Weg. Ich glaube, immer laufen ist immer schneller, oder? Möglich. Hätten aber auch über den Weg unten fahren können. Müsste trotzdem irgendwo hoch. Es geht auch da keinen Weg hin. Und der Ja, Schnellreisende ich weiß, kommt uns aber unten genähert. wäre. Meinst du? Gut. Soll ich aussteigen, schieben? Nur geht doch noch. Baum. Ich fahre durch den Wald, nicht auf der Straße. Baum. Ich habe immer noch weniger Bäume erwischt als du auf der Straße und ich fahre im Wald, also. Hallo, hallo, alles gut. Jetzt, hallo? Gerade die Vögel lachen über dich, hörst du das? Du bist aber ganz schön frech, mein Freund. Ja, ich muss ein bisschen frech sein heute, ich konnte heute noch nicht so. Ach so. Ach so, Kimi. Ja, zudem muss ich heute lieb sein. Heute. Mach ich dir mit. Also, liebe Zuschauer, macht das nicht nach. Es könnte hier gefährlich werden. Nein. Nee, durch den Wald fahren. Ja, eben, sag ich doch. Zwei. Das heißt Wald fahren, da fährt er einen Berg hoch, um hinten wieder runter zu fahren. Das stimmt doch gar nicht. Könnte dem Ding echt ein bisschen mehr Power geben, da. Oh, komm schon. Das ist ja nicht dafür gemacht, dass du hier durch Wald und Weg fährst, ja eigentlich hier, ne? Eigentlich läufst du ja durch die Natur. Laufen, was ist es? Eieieiei. Ich sag doch, andersrum wären wir besser gekommen. Nee. Klar, da hätten wir noch dieses Fragezeichen unten mitnehmen können. Also ich wäre eher hier runtergefahren, ja. Also rechts das Gas und links die Bremse, ja. Komm, lauf. Hier kommt das Ding nicht hoch.
Kannst du vergessen. Komm. Jetzt listen wir Auto. Ich bin jetzt ausgestiegen, es kommt die Karre hoch, siehst du? Jetzt listen wir Auto. Zum Bergsteiger, ey. Ich bin Angler, nicht hier Bergsteiger. Sag mal gut. Schwede. Bin oben. Ich laufe jetzt auch hoch, fertig. Ich sag doch, auf der anderen Seite wären wir besser hochgekommen. Sag ich doch, Nee, das sieht doch ich schon viel mach's besser aus. nicht. Klar, aber das ist ein Weg. Nee, da ist kein Weg. Auf der Karte hat's keinen Doch, da ist Weg. ein Weg. Auf der Karte hat's Da ist keinen ein Weg. Weg. Oh, da hat's keinen Weg. Auf der Karte Imimi. hat's keinen Weg. Guck doch auf der Karte nach. Fang eine Uritforelle. Okay. Lass mal hier eine Uritforelle suchen. Oh, was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's einen Elch. Eine Figur. Ein Gabelblock. Eine Uritforelle. Was denn nun? Am Tage. Die hat Roggen, Kompost, Wobbler, Chock. Oh, Blinker klingt gut. Blinker klingt immer gut. Spinner? Den Spinner? Spinner geht auch. Spinner geht auch. Spinner hat Spinnergröße. Machen wir es mal Größe 7. Ich muss ja nur eine fangen. Das sind 11 Meter. So, da bin ich wieder. Ebel. Also die Uritforelle kannst du am Tag fangen. Das ist schon mal gut. Sonst hätte man den Aufstieg für nichts und wieder nichts gemacht. Es muss nur noch eine beißen. Das habe ich schon mal. Muss nur noch eine Uritforelle sein. Sicher eine Wie Goldforelle. du hast ein. Wie du hast ein Biss. Ah, ist die falsche Forelle. Gebissen. Das ist was Kleines, Niedliches. Ganz kleines, niedliches. Der Goldforelle. Was hast du für einen Köder drauf? Blinker, an den Spinner. Das ist so eine Scheiße. Hippie. Wie tief? Ich gehe kurz vorm Boden rein, konstant. Kurz auf dem Boden aufkommt, weil sonst schleifst du nämlich eine ganze Weile auf dem Boden. Ich habe wieder irgendwas Kleines, Mickriges dran.
bei einer 90% Bremse müsste ich ja schon mega mörderisch sein. Kimi, willkommen zurück. Welcome back. To your bed. Goldforelle. Mann, jetzt muss ich echt den Eden noch kriegen. Also beißen tun sie hier oben gut, ne? Nee. Was hast du denn drauf? Spinner. Welche Größe? 7. Und es dann auf 3 einkurbeln? Ja. Ich hab schon Regenbogenforelle. Was ist denn überhaupt? Da hinten. Ich bin ja drüben, wo es Kraut mehr ist. Der? Kann jetzt nicht herkommen. Nein, du sollst jetzt nicht 12 Stunden, 11 Stunden oder 10 Stunden fahren. Bergfelsen. Falscher Fisch. Es ist schon wieder so eine komische Goldforelle. Aber man holt sie zumindest schnell ein, so ist es ja nicht. Eine Goldforelle. Nee. Eine Cutthroat-Forelle. Das ist ein ganz anderer Fisch. Den wollte ich auch nicht haben. Oh Mann. Ist ja Wahnsinn. Man hat den Seerosen drin, ne? Du hast gesagt, ich soll mehr ins Kraut. Ah. It's ja korrekt. Europäischer Hecht, 2,41 Kilo. Schön, so eine Goldforelle. Nee. Als Roadforelle. Oh.
Hab schon Fisch erschreckt. Hab schon Fisch erschreckt, das hat er geschubst. Gupfelt. Was hast du? Gold. Goldforelle. Ich auch. So, auf welchen Köder stehen sie noch? Wobbler. Bild. Tube. Ah. Tube mit, ja, Tube ist 10,9. Tube. Ich mache mal ein Tube aus. Das ist in Chicken oder Twitchen. Über Twitchen. Twitchen ganz gut. Einfach mal probieren, mal sehen, was geht. Genau. Tigerhecht, 7,32 Kilo hier. Sehr schön. Schlecht. Emi ist eingeschlafen. Das muss man beim Einschlafen schon, das stimmt. Das hat auch noch nicht so den Erfolg gebracht. Was hast du gesagt, ich bin hier noch drauf? Wobbler? Eigentlich Wobbler geht auch, Shirkbait geht auch. Shirkbait geht auch, oh, wahrscheinlich aber nicht so groß, wie ich bei mir habe. Kannst du ja mal 2-3 Würfe machen, probieren wir mal. Das mach ich auch nicht, ich hab jetzt auch noch einen 5er Haken drauf. Den 9er Haken. Kleinen Tube.
Frage ist, müssen wir den. Müssten die Uritforelle nun fangen? Jetzt die Uritforelle fangen, weil du hast ja dann meistens dann hält's gar nicht an. Jetzt hier oben. Ah, die musste ich hier oben fangen. Springt's immer. Der YouTube. Auch dein Ding. Spring hier neben mir, ey. Los, komm. Miese. Ist auf Stink. Okay. So viel dazu, ne? Den blöden Gummifisch wollen sie auch nicht haben. Goldforelle sind hergeschwommen, mehr Uni. So. Die Springer, das ist Wahnsinn, die. Ist dann stoppen gut, bitte. Twitch mal. Twitch again. Du 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 du. Twitch again. Du 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 du. Seid ihr noch da? Jo. Kimi ist kurz vor Abnibbeln. Sind auch blöde Viecher. Okay. Was? Mir tut sich gar nichts und bei dir ist da. Auch nicht. Goldforelle ist mal hinterher geschwommen, auch mehr oder nicht. Ja, die kommen ab und zu nachgeschwommen, aber beißen sind sie dann trotzdem auch nicht. Ein Schaufelstör. Fühlt sich jemand gestört? Der ist gestört, wenn er die angelt. So, also auf Blinker, nee, auf Spinner gehen sie besser. Ich könnte wetten, vor mir ist gerade so eine blöde geschwommen.
Theoretisch nicht unmöglich. Hier in Bergfälschen. Oh. Das Falsche. So, was frisst denn das Vieh sonst noch? Das ist wie Fisch. Ach, wie passt schon. Wurmrogen. Ich könnte mal noch eins versuchen. Die Route. Das. Okay. So. Was muss das Ding doch viel ist, da muss der Fisch doch beißen. Doch nicht sein. Das Goldforelle, ne? Goldforelle. Klingelt. Hat geklingelt. Bergfälschen. Dasselbe wie vorhin. Springen hier vor meiner Nase rum, die Schweinehunde. Ja, ne? Ich spring auch die ganze Zeit links neben mir rum. Hätte ich jetzt gegähnt, hätte ich reingebissen. Ein Fisch an meinem Köder. Ich sehe dann genau dort schwimmen. Weiß nur nicht zu. Also. Friedforelle. Teich, tiefer Teich, seichter See. Nicht ab. Aktiv? Wie jetzt? Wie hast du die Politforelle gekriegt? Wie hast du die jetzt gekriegt? große. Spinnergröße 7 durchs Gebüsch durch, sag ich schon, durch diese Rosen durch. Okay. Wieder ein Bergfälschen. Wieder 0,81 Kilo. Du hast immer dasselbe Bergfälschen raus. Das ist schon das dritte Mal, dass du das gleiche rausholst. Das ist so. Schmerzgeil. Das ist halt. Ne, es hat einfach Hunger. Selber. Stimmt, 0,8 Kilo. Das kommt mir bekannt vor. Spinnergröße 7 saß, da hab ich auch. Jetzt hab ich. Ah, ne. Es ist ein bisschen kleiner. Ich wollte gerade sagen, wenn ich es jetzt habe, dann weiß ich auch nicht mehr. Durchziehen, oder? Hast du getwitcht? Konstant. So, ich stehe jetzt im Wasser. Ich habe jetzt die Faxen dicke. Nimm deine Stinkefüße zum Wasser raus, das versteckt die Fische. Bleib nur im Bergfälschen 0,8 ins Kilo. Ich hab kein Köder, irgendwie Größe 5 bei mir, gar nix. Alles 10, 7 oder gleich eine 3. Nein, 0,7 ein Kilo, siehst du?
Mann, was kam jetzt? Kimi schnarcht schon, hörst du das? So munter gemacht, so ein Mist. So. Oh, das ist etwas Größeres. Das lässt sich etwas nicht ganz so schnell einkommen. Bestimmt 0,82 Bergfälschen. Das ist dann wahrscheinlich schon fast kurz, oder nicht? Ne, eine Goldforelle. Ne, Quatsch. Ne. Doch eine Goldforelle. Oh. Ist die falsche. Das ist so schlimm, ey. Ich haben willst denn der, was du denn da brauchst, und kriegst du den nicht? Das ist Kriegst echt du zigtausend scheiße, andere? Es muss an der Aufgabe liegen. ey. Oh ja, das liegt auch an der Aufgabe, ich sag es dir. Musst du jetzt machen? Hat's, oder? Ja, jetzt müsste ich die nächste annehmen gehen, eigentlich, aber ich warte jetzt auf dich. Es gleich richtig kräftig Bohnen hier. Ich mal durchs Wasser schwimmen. Dann ist sie mir abpflücken. Das ist jetzt schon fast ekelhaft. Hallo. Hallo, aber du bist mit deinen Granaten auch nicht besser. Das ist korrekt. Der hat einen Kokani-Lachs gefangen. Ich bin ja verrückt. Ein Kokane-Lachs oder ähnlich. Oh, oh. Regenbogen. Ich dachte echt, wir kommen ein bisschen schneller mit den Aufgaben voran. Soll doch keine so gute XP fahren mit den Aufgaben, wa? Nee, also haben sie, wie gesagt, XP-Farm nicht, aber. Sterne kriegst du ja Ja, dafür. ich weiß. Aber ich dachte eigentlich, es wäre noch praktisch, um Erfahrungspunkte zu sammeln, aber das ist es eigentlich gar nicht. Das sind wirklich diese Herausforderungen eben halt. Ja, einfach die Wochenherausforderungen und die Tagesherausforderungen. So. Ja, Fischlein, 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 Fischlein. Kimi möchte diese Nacht mit dir kuscheln. Ich glaube, diese Nacht können wir nicht mit dem Fisch kuscheln. Hallo, Fisch. Echt ne? Du hast einen Mitternachtssnack. Dann muss sie, wenn schon, mit einem Fischstäbchen kuscheln. Hat sie ja dich. Ich bin kein Fischstäbchen.
bin weißer Hai. Kein Kein Futter. Futter. Ne, wenn ich was von Windetnehmer bin, dann bin ich eine Möwe. Meins, 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 meins. Bruce. Ganz ruhig, Bruce. Ja, Rückfall. Schade. Hast du gerade eine Goldforelle rausgeholt? Ich hab Du eine schummelst. Goldforelle. Ich hab eine Goldforelle Du schummelst. Schummel nicht. Ich werd irre. Ich krieg alles raus, was ich schummel. Der hat schon zwei goldene Fische rausgeholt heute. Ich krieg die Krise. Komm, du hast gestern Dreier rausgeholt. Ja, und du hast auch einen rausgeholt. Das heißt, ich muss auch einen haben. Ich habe dein Schmeiße. Bergfest gebiet rausgeholt. Behalte das mal, das ist gierig. Behalte das mal bei dir. 0,8 ein Kilo? Ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, wie schwer das war. 0,72 hatte das gehabt. Okay, ja, dann war es nicht deines. Eine goldene Goldforelle. Ich brauche noch nicht. Der schummelt. Ich wusste Hier es schon schummelt niemand. lange. Hier schummelt niemand. Was hast du gemacht, dass du die Goldforelle golden angemalt, dass die Gold ist? So schwer. Mann. Ich krieg echt alles raus, das alles nicht haben. Leider schon das grüne Gras. Kann doch nicht Bergschwein. Das hat auch nicht eine goldene Goldforelle. Eine Joldforelle. So. Bergfälschen. 0,89 ist gewachsen. Ja, es hat was gegessen. Wahrscheinlich, dass ein 5,4 Bergfällchen hat es gegessen. Ich werd irre. Bonnie, mach was. Ich schwimme jetzt ins Wasser rein. Und Nee, häng mir so mach eine das nicht. Urinforelle dran. Eine Legenbogenforelle. Diese fängst du mindestens Fische. Ja, immerhin fange ich jetzt Fische. Das ist wohl was. Er kann das schon sagen, dass er jetzt Fische fängt.
7,5 Kilo Rochen, was hältst du davon, Kimi? Ich wollte mal gucken, ob du noch aufpasst. Sonst nimm die hier, komm, die kannst du haben. Hat schon wieder eine gefangen. Boah. Kann doch sein. Hallo. Jemand geschrieben. Hat jemand Hallo geschrieben? Wie kommt man? So. Schreib mal Hallo zurück. Ich bin ja ein sozialer Mensch. Ist ja mein kleiner Fischkopf. Hallo? Mein Kopf ist nicht klein. Beschwert eure, ich wollte eigentlich heute ein paar Aufgaben erledigen und ich bei Stunden was bei einer rumhängen. Was ist eigentlich das höchste Level eigentlich von dem Spiel? Keine Ahnung. Hast du mich von meinem Platz verdrängt? Nein. Habt ihr das Gefühl, ich stehe weiter links? Das ist vielleicht nur ein Gefühl. Ich schwör eure. Beschwört eure. Ich schon dran. Ich hab nichts dran. Du hast so eine. Ich hab was dran. Bergfällchen. Acht in Kilo? Siehst du, was ich doch. 7, 8 Kilo. Die andere Dann hätte schon ein bisschen hattest gefressen. du doch auch schon den 7,8 Kilo.
Ich glaube, Nee. doch, guck mal bei den letzten Reihen. Ich glaube, das letzte, was du hattest, war da auch 0,7 noch. Mann. Du hast die zweite Angel, die ich hätte kriegen sollen. Ja, kann ich nichts für. Siehst du, jetzt hast du ihn. Gedüpfelter Gabels, Gabelwelt. Die zwei angeln auch zusammen. Eine Goldforelle. So eine Cutthroat Forelle. 0,87, guck mal da. Hast du wieder? Ja, ich hab's wieder. Das ist aber auch gierig. Sie. Ich glaube, wenn es schon was beißt heute, ich krieg die verdammte Urinforelle nicht ran. Du hast auch schon wieder eine dran. Stimmt, eine Uritforelle. Nee. Ist zu orange für eine Ritual. Ich habe eine Goldforelle dran, die ist gerade gesprungen. Mann, oh Mann, oh Mann. Du bedenkst, du von jedem Fisch in was Goldenes zu ziehen, ne? Bist du ja. Nee, was der Diamanten ist, da bist du ja. Ist der ewig dran? Zumindest bei Diamant bist du ewig dran. Genau. Hier. Hier. 0,54 Kilo hat gerade. Bergfällchen. Das ist aber ein kleines. Ich dachte, es wurde gefressen. Nee, das ist eine neue Art. Das sind die anderen Leute, die jetzt hier unterwegs sind. Ach so. Als am Fisch soll es nicht liegen, ne? Guck, da hat einer eine Uritforelle gezogen. Na toll. Und Vollpfosten. Hallo. Auch Pfosten haben Gefühle, mach die nicht fertig. Schon wieder hier so eine. Das war Spinnergröße 5, hast du gesagt, oder? Nee, 7. 7, bist du 7. auch. Ich zieh den voll Durstkraut. Ich habe beide rausgeholt, so. Mehr kann ich dir nicht sagen. Die Augen zu.
Schwein holen. Ja, dann sieht man das Pferdchen nicht, dass man rausgehört hat. Oh nee. Daddy, Daddy. Daddy. Komm, komm, Bonnie, let's go, Bonnie. Oh, 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 yeah. Nee, heute nicht. Nein? Heute ist nicht Barbie Girl. Heute ist heute nicht. Warum nicht? Weil es heute kein Barbie Girl Tag ist. Am Bergfälschen. Ja, fast Gold, mein Freund. Nee, wie schwer war die Goldene? Bergfelsen, ich geh blöde. Wie schwer war das goldene Ding von dir, Goldforellchen? Ich guck mal, weil ich fang eh grad. Also, oh, jetzt hab ich alles gefangen, ja. 2,88. 2,88 war Gold. War das 2,2 war meines, oder was war meines jetzt? 1,2, ja. Los jetzt! Wieder ins Wasser. Kimi, mach mal was. Das ist die Hauptsache. Das ist schon mal gut, dass du das tust. Das ist immer schlimm. Ist ja schlimm, wenn du das nicht machst. Ich bin dir sehr dankbar, machst du das noch. Schon wieder eine. Zwei schon, 2,7 Kilo schon. Boah, ich wüsste. Wie ineinander. Dafür hattest du heute schon Gold. Toll. Ist das, brauch die Aufgabe aber. Ich gebe doch eine Goldforelle ab. Ich gebe dir gerne eine ab, ist kein Problem für mich. Ich mach das gerne. Voll gerne. Das Huhn finde ich immer noch am besten. Das Huhn kann einiges. Hey, hey. Das Huhn ist absolut Hammer. Hey, das hab ich auch noch nicht verstanden. Ich hab Gold. Baby. Okay. Wie sinnvoll. Ach Quatsch, die soll das nur sehen.
Oops, I downloaded the wrong movie. Der holt Diamant raus, was soll denn dem Scheiß jetzt? Da hol ich einmal Gold raus, weißt du, heute? Und was macht der denn? Nächste Fisch Diamant? Nee, nee, ich mach raus. Nee. Ich mach raus. Das zählt nicht. Das ist unfair. GZ, mein Freund, nice, Mann. Danke, nice, aber den Fisch wollte ich doch nicht. Ich wollte den Fisch nicht. Ich will auch dir. Da kommen ja kleine Tränen, du. GZ, mein Freund, nice. Oh nee. Herrlich, ey. Jetzt hab ich noch einen Diamanten gefangen, ey. Ich wär verrückt. Nice one. Spot zum XP. In Spot zum XP Form. Boah. Fragst mich grad Sachen. Auf Level 28. Was hast du für eine Route auf Level 28? Wie groß ist die? Wie schwer ist die? Oder wie viel Gewicht mag die aushalten? Ich wär verrückt, ey. Dann holt der Diamant raus. Ich dachte mir, nee, nicht holen wieder so eine blöde Goldforelle, weißt du? Dann nehme ich halt nochmal eine Oritforelle raus, aus Prinzip. Na toll. Na toll. Also wenn du, sag mal so 14, 15 Kilo aushältst, kannst du auch mal hier südlich vom Stadtgebiet, oder südöstlich vom Stadtgebiet, Blackfoot Basin und da mit dem Schiffchen raus und nach, mit einem einer Jerkbait oder null einer Jerkbait nach goldenen Sesselbringen suchen, dann holst du auch gute Erfahrungspunkte. 1-0. Genau, 1-0. Da hast du gute Erfahrung, brauchst aber eine gute Route dafür. Sonst klappt das nicht. Wie gesagt, Gold ist da sonst zwischen, glaube ich, ab 14 Kilo ist, glaube ich, Gold. Also das muss wirklich eine gute Route sein. Ich glaube jetzt, ich glaube jetzt sollte es eine Auritforelle sein. Nee, nee, es ist eine Diamantene. Sicher dir. Es sieht gut aus und es ist eine Leckenbogenforelle. Und ich habe eine Auritforelle. Ich krieg's aber los. Also wenn du dich jetzt beschwerst, dann schmeiß ich dich ins Wasser, du kannst dir sicher sein. Zwei Gold und dein Hallo. Tiger. Wie letztens mit dem Hecht, das ist wie letztens mit dem Hecht, Kimi. Ja, den Hecht, wo ich mit dir hier den Livestream gemacht hatte. Den ich zu hören warst, den wir sich köstlich amüsiert haben. Verhalten haben. Da hab ich auch einen Diamant, den Hecht gefangen. 12,5 Kilo Schnur, ja, kannst du es mal versuchen. Es kann aber sein, dass sie dir abhauen damit. Nee, das geht. Nee, die geht. 12,5 Stunden. Die hab ich auch drauf. Okay. Die hab ich auch drauf. Dann gehen wir nach Blackfoot Basin, wie man das auch immer ausspricht. Dann fährst du mit dem Schiffchen raus bis zur Bucht. Und dann guck schon mit auf die Forelle. Und dann angelst du da am Grund. Stop and go. Möglichst unten. Welche Köder? Ein Jerkbait 1-0. Genau, ich habe mit dem einen habe ich auch schon Gold rausgeholt, es geht. Aber die ziehen ganz schön, da kannst du auch mal 5 Minuten an einem Fisch rumdoktern, das muss dir bewusst sein. Aber es macht schon Spaß, die zu angeln. Das ist Diamant, nicht ohne. Das ist unfair, weißt du? Zieh eine Oritforelle nach der anderen und der zieht Gold, Dia. Ey, komm, so viel Gold war es nicht, ja? So viel Dia war es auch nicht. Es war unten. Muss kurz den Spot auf der Karte zeigen, mein Freund. Warte. Das war hier oben, ne? Nee, Quatsch. Ne, weiter unten. Rechts unten.
Weiter rechts. Ja. Hoch. Stopp. Nee, weiter links. Ja, weiter links. Hier? Südlich. Also dem See folgen, südlich die Richtung. Dann gehst du mal auf die Wanderwege, die da sind. Den unteren Wanderweg. Da, genau, den. Und da links von in der Bucht. Ach, hier. Genau hier. Hier. Genau, da war's. Oh, da ist es. Genau dort. So. Ich will jetzt eine verdammte Uritforelle haben. Verdammter Mist, ey. Ich will einen Diafisch. Ja schon seit... Ich hab noch keinen Diafisch rausgeholt. Ich wollte überhaupt weder Gold noch Dia haben. Ich wollte nur diese Uritforelle haben. Das ist der feine Unterschied. Schweine Mist. Aber ja, die Goldforelle, die hat aber auch nicht sonderlich gezogen oder so, das war eigentlich... Ja, das sind ja auch 2 Kilo Fische, du weißt wie stark unsere Routen sind, die können auch nicht ziehen. Na gut, dann stelle ich die Bremse eben auf 5%, ist okay? Kannst du machen, es wird keinen Unterschied machen. Habe ich das Gefühl. Ein Bergfälschen. Ein bekanntes oder ein unbekanntes? Naja, es ist 0,74 Kilo, es müssen schon ein bekanntes. Ein bekanntes hier. Aber kommt, das ganz bekannteste ist 0,81 Kilo, ja. Ja, das ist. Wie gesagt, ganz am Grund, stop and go, und dann hast du auch goldene Seesaiblinge raus. Mann, ey. Sag ich doch, die zieht. 5%. Bremse wirkt nicht. Lass es ziehen, komm. Bis auf 80 Meter, dann hast du was vom Einholen. Oh nee. Die Goldforelle, die goldene. Die Diamanten ist aber auch nicht gesprungen, ne? Also die ist eigentlich nur... Guck mal! Friedforelle! Yay! Yay! So kriegst du die? Ich weiß es nicht! Ich mache ja nichts anderes als du! Ja, du ziehst auch 3 ein, oder? Ja. Ja. Dann mache ich nichts anderes als du. Sehr, liebe Zuschauer, das ist der feine Unterschied, ja? Sind an derselben Stelle, schmeißen in dieselbe Matsche. Mit demselben Köder. Und denselben Köder. Und der hat die selben Einholgeschwindigkeit. Du hast Gold vergessen. Stimmt, und Gold und ich Bronze. Goldforelle, ja? Mensch, da. Hast bestimmt gut schlafen können heute. Aber ich mach mit ihnen eine Wette, jetzt zum anderen See hochfahren, wir finden nicht eine Goldforelle.
Nicht eine. Ach, guck mal! Hey, ich hab sie endlich! Nice. Nach anderthalb Stunden hab ich die endlich gekriegt. Hey, nice! Geht's, mein Freund? Gut gemacht! Bin stolz auf dich. Ich auch. Anderthalb Stunden von diesem bescheuerten Fisch. Ach komm, die haben sich aber auch gelohnt. Kannst du nichts sagen. Alter, nee, das stimmt schon, ja. Alter, spielt anderthalb Stunden. So, gehen wir die nächste Mission annehmen. Ja, ich hab noch welche einsteigen. Was hast du denn noch so? Erzähl mal. Also. Was hast du von Silver Strand Meadows? Silver Strand Meadow hab ich noch. Ich finde, fange ein Grasbarsch des Ranges Bronze. Hab ich nicht. Ach doch, doch, Foto-Herausforderung. Ja, ich sehe es gerade. Findet den Ort von auf dem Foto. Das wäre genau, das, ist ja, das glaub ich, Sägewerk. Das ist unten. Genau, das ist Sägewerk unten. Dann wird das wahrscheinlich mal irgendwo hier so sein. Ich kann es dir gleich sagen, weil ich muss da nämlich hinreisen. Genau da ist es. So. Da musst du, glaube ich, zum Steg laufen. Nee, das zur Brücke nehme ich mal an. Zu nähren. Oder zur Brücke, ja, das kann auch sein. Ich glaube, das ist bei der Brücke. Genau, und ich musste dann noch ein Stückchen. Ja, auf der Brücke ist es. Okay, wie fängt man einen Grasbarsch? Da. So, Gras. Schwarzbarsch. Spinner geht auch. Dann behalte ich den Spinner gleich drauf. Ja, Grasbarsch, hallo. So. Spinner steht ganz zum Schluss. Na, ja, mal sehen. Spinner ist ganz zum Schluss. Ja, vielleicht ist es nicht optimal, ich weiß es nicht. Was ist am Anfang alles so? Käse. Dann kommt Roggen, Brot, Teig, Hotdog, Ekel, Popper, Marshmallow, El Ritze, Group, Tube und Spinner. Ich habe auch schon mal einen goldenen gefangen, das war schon mal so ein Ding. Okay. Ich glaube, den habe ich nicht gefangen, ich glaube, den habe ich mit einer Dings gefangen. Scheiße, ich passe das schon nicht ganz hier auf. Unten kommen da sind Spinner, ey. Mach mal ein bisschen Posen angeln, komm. Nee, nee, nee. Ach, herrlich. Mal gucken, ob ich morgen von dem kleinen Kurzvideo machen kann. Von dem Dia. Ja. Nein, von dem Diamant. Mit dem Diamantfisch. Ich fände den nicht sehr amüsant. Den hab ich gar nicht gehört. Der Körner hat eingeschlagen wie eine Bombe.
1800 Aufrufe. Das war ich 1800 Mal, weil ich es so schön fand. Es war ja nur ein Kurzvideo, das war ja nur 15 Sekunden. Also, das gucken sich dann schon manche an. Ja. Komm, Bimmeling mal für mich. Bingeling. Danke. Dingeling. Ach, lade deinen Akku auf 5%. Du kannst mich hören. Ein Telefon? Ja. Natürlich. Was auch sonst. Wäre ja auch zu viel verlangt, wenn das Ding für den Tag halten würde. Okay, Bingeling tut es auf jeden Fall schon mal nicht. Mit dem Boot an Spot, mit dem Boot, mit dem Boot. Was ist mit dem Boot? Was ist mit dem Boot zum Spot? Da ist so eine komische Boje, die macht so... Ach genau, Bing. Ja. Genau. Bing. Dort fängst du eben halt diese großen... Am besten stellst du dich neben die Boje, ist zwar äußerst scheiße zum, also die ganze Bing, Bing macht, aber und dann immer in Richtung der Bucht sozusagen Richtung werfen, genau. Oh, ich hab ein Biss. Nur die Frage, was es ist. Arsch. Jo. Ist doch Größe 5, oder? Nee, ich hab Größe 10 drauf. Das ist doch so ein kleines Scheißvieh, das Ding, oder? Ah nee, der ist jetzt ziemlich groß, 21 cm. Nee, geht ja eigentlich nur 21 cm. Wenn ich drauf erwürd. Basti, spielst du auf PC oder Xbox oder was spielst du? Nur so mal, weil es mich interessiert. PS5, okay. Siehst du, Boni, du kannst auch noch von anfangen, wenn du PS5 spielst. So, was bist denn du für ein Fisch? Ein Zander. Hey, das wollte ich auch nicht haben. Dann holst du noch die Jahre aus heute. Kein Problem. Dich. Ja, für mich. Bist du? Schon wieder ein Schwarzbarsch. Ich will doch keine Schwarzbarsche. Mann. Ich komm echt gerade Stroh weg, ey. Erst Gold, dann Diamant. Gut. Angeln wir morgen Abend nochmal zusammen? Weiß ich noch nicht. Morgen wird ein langer Tag für mich.
Ja, Twitchen ist da am besten. Also, Twitchen du's da. Stop and go. Da hast du die meisten Bisse. In Richtung Bucht, also wenn du neben der Boje stehst, sozusagen Wollen wir Richtung die kurz Bucht. runter? Kurz zeigen? Können wir dann noch ein, zwei Mal auswerfen, gucken, ob wir was finden? Es geht schon fast Feierabendzeit. Ich mach jetzt Feierabend. Machst Feierabend? Ach, du Ich hab bist einen ein. Goldschwarzbarsch. Ah. Komm, geh. Geh, ist okay. Mach Was Schluss, ist denn komm. heute noch los, ey? Was Ich ist denn gehe, heute ich mach los? Feierabend. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Ich geh kaputt. So, komm, lass es verschwinden. Ich will nicht mehr. Ich habe wohl doch gesagt, den will ich nicht haben. Oh Mann. Ich sag es schon den ganzen Tag, du schummelst. Doch. Ich angle nicht mehr. Und du fährst Boot. Ich angle nicht mehr. Das ist so. Mit was für einem Spinner hast du jetzt geahnt? Ich hab. Das kann ich dir sagen. Ich angel die ganze Zeit mit dem Siemer-Spinner. Das ist doch nicht normal. Oh nee. Oh. Drei goldene in Diamanten. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Alter Schwede, ey. Jetzt kommen die Bing-Boje. Bingt die noch? Weiß ich nicht. Ich höre noch nichts. Die pinkt nicht mehr. Also du musst in diese Richtung werfen. Richtung den großen Berg hier. Ach nee. Ach, ich wollte aber nicht mehr angeln. Warte mal, Schule. Dachte, den Spinner kannst du schon drauf lassen. Wenn du damit jetzt noch einen Golden rausholst, dann spiele ich nicht mehr mit dir. Bitte beißt kein Fisch. Bitte beißt jetzt kein Fisch. Kein Fisch, nicht einer. Pass auf, Ach, jetzt hast du herrlich. Golden Lachs dran. Ich sag heute nicht mehr. Ich packe jetzt die Angel ein, ich setze mich ins Boot und mache nicht mehr. Ein Bergfälschen. 0,81 Kilo. Sieht ein bisschen stark für ein Bergfällchen. Wollte schon sagen. Hey, der Kokanelachs. Den hab ich auch noch nie gefangen. Jetzt hab's alle durch. Jetzt hab's alle immer gefangen. Echt? Ich noch nicht. Jetzt hab's alle immer gefangen. Der hat mir noch gefehlt. Alter Schwede, ey. Ey, so, gut, noch zwei Würfe. Und dann ist heute Feierabend angesagt. Morgen früh wird es raus. Ich kann jetzt schon sagen, es war mir heute irgendwie trotzdem mal ein Vergnügen. Spaß. Auch wenn es für dich frustrierend gewesen ist, tut mir echt sorry. Aber es war heute mal etwas auf munteres Gewissen für mich. Auch schon mal ganz okay.
So, wenn es jetzt auch so am Sonntag zum Angeln läuft, bin ich voll zufrieden. Ach, herrlich. Du, weiß nicht mehr. Jo, weiß nichts mehr. Bei dir beißt nichts. Ja, du musst Geduld haben. Dass das nicht gleich was beißt, ist klar. Aber. Ja, also wie gesagt, Goldene sind halt auch nicht so viele. Du kannst auch den 2 Jerkbait draufpacken und den 3 und Silberne rausholen. Ja, du kannst auch einen Dreier draufpacken, genau. Genau. Aber wenn du Goldene willst, das, du kriegst am meisten Erfahrungspunkte raus, plus du brauchst auch ein bisschen Geduld. Es ist jetzt nicht so, dass du mit jedem Mal auswerfen einen holst. Genau. Wenn du einen hast, dann lohnt es sich schon. So, also liebe Zuschauer, vielen, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Das nächste Mal weitergeht, das kriegt ihr dann gesagt, wenn ihr mir gerne ein Follow da lasst. Dann seht ihr dann, wenn das nächste Mal wieder Baitcasten dran ist. Wir angeln kapitale Fische. Versuchen es zumindest. Dann werden wir das nächste Mal weiter die Aufgaben abschließen, also mindestens die Aufgaben machen. Ich hoffe, am nächsten Mal darfst du nicht wieder 1,5 Stunden für einen Fisch brauchen. Und, ja, schalt wieder ein. Lasst ein Follower da. Und zum schönen Abschluss gibt es jetzt nochmal einen schönen Fisch. Was dran ist. Ja. Nein. Aber hatten wir halt schon. Hatten halt schon einen. Einen schönen Diafisch. Und eine goldene Goldforelle. So, wie so ein Fisch, ja. Eine Bronze. Eine Bronze. Kokanee. So Kokanee. 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 Lachs. So, noch schön zum Abschluss. Wie gesagt, schönen Abend noch. Wie gesagt, war schön weiterempfehlen. Lasst mir Follower da. Dann seht ihr das Boni nächste Mal. Diamant ziehen. Ganz viel goldene Fische. Natürlich, klar. Und dann geht's richtig ab. Also, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschö. Sure.